Zeit ist fertig. Das neue kosmisch gestimmte Album von Akasha Projekt auf Bandcamp. Und so möchte ich euch einladen, ein wenig Zeit mit Zeit zu verbringen. Eine Reise in 5 Kapiteln. Das erste Kapitel, der Titeltrack Zeit, beschäftigt sich natürlich mit dem Thema Zeit. Er ist im Tageston der Erde gestimmt, also in der 24-Stunden-Rotation. Und das ist ja eigentlich auch naheliegend, weil das ist eben ein Zeitintervall, den wir tagtäglich erfahren. Im zweiten Track, im zweiten Kapitel, erinnern wir uns an den mutigen deutschen Arzt Dr. Richard Hartmann, der im Jahre 1967 einen Selbstversuch mit der damals noch legalen Droge LSD machte und sich dabei filmen ließ. In diesem Zusammenhang möchte ich Boris Hisserer und der Pyromania Arts Foundation sehr herzlich danken, dass sie solche Perlen, Medienperlen, dann auch archivieren und eben zur Verfügung stellen, dass Leute wie ich damit auch was machen können. Dieser etwas verstrahlte Dr. Hartmann erzählt uns was über Pop-Art-Kunst von einem Inder. Und natürlich ist dieser Track dann im LSD-Tuning bestimmt. Das heißt, in den aus den Spektraldaten des LSD-Moleküls abgeleiteten Frequenzen. So dass vielleicht auch jemand, der keine Erfahrung mit so einer Substanz hat, ein bisschen über meine Musik nachvollziehen kann, worum es dabei geht. Der Schatten von diesem Schuh, dem wird übergestülpt ein indisches. Ich kann es sehr schwer zu beschreiben. Wie ein Pop-Art-Bild von einem Inder. Im dritten Kapitel haben wir dann einen echten Inder, der uns was von der Bewegung der Erdachse erzählt. Und dieses Stück ist dann natürlich im platonischen Erdenjahr gestimmt, denn das ist der Ton, der quasi entsteht, wenn wir die lange Dauer, also 25.900 Jahre, die unsere Erdachse braucht, in eine oktavanaloge Frequenz umrechnen. The precession, the moment, the motion of the Earth's axis. Danach bewegen wir uns im Mondlicht. Wir tanzen im Mondlicht ein wenig, im Mondtanz, der natürlich dann im synodischen Mondton bestimmt ist, um zum Schluss im Finale auf einen Osterspaziergang zu gehen, mit dem Merkurton. Warum Osterspaziergang? Als dieses Stück entstanden ist, das war um Ostern herum, hatte ich auf einmal diesen Satz im Kopf: vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Ihr kennt das noch, Ostern. Schule damals, Goethe. Und das nahm ich zum Anlass, mir mal dieses Goethe-Gedicht, das ich natürlich auch vor vielen Jahren mal irgendwie gelesen habe, nochmal anzuschauen und festzustellen, dass es nicht nur sehr schön ist, sondern dass es eigentlich genau mit diesem Gefühl übereinstimmt, das bei mir bei diesem Track entstanden ist. Genau. So wollen wir dann zum Schluss ins Licht mit dem Götterboten Merkur, der dicht an der Sonne vorbeifliegt, gehen und ein wenig schwelgen vom Eise befreiten Strom und Bächen. Wie immer wird meine Musik auf Bandcamp veröffentlicht, weil das zurzeit die faireste Plattform für uns Musiker ist. Und ich habe meinen Bandcamp-Account so eingestellt, dass man sich meine komplette Musik umsonst so oft man will anhören. Nichtsdestotrotz freue ich mich wie Bolle, wenn jemand etwas runterlädt und dafür ein paar Euro springen lässt. Denn irgendwo muss der Künstler ja auch von leben. Und wer meine Musik wirklich gerne mag und mich vielleicht
vielleicht dauerhaft mit einem kleinen Beitrag unterstützen will, was mir natürlich viel, viel mehr Sicherheit gibt als hin und wieder mal einen Bandcamp-Verkauf, der kann das über Steady machen. Steady ist die deutsche Version von Patreon. Und da kann man regelmäßig einmal im Monat mir zum Beispiel 5 Euro zukommen lassen, bekommt dafür immer wieder exklusive Insider-Informationen aus dem Akasha-Universum und jeden neuen Akasha-Projekt-Track auf Bandcamp als erstes und umsonst. So, und nun wünsche ich mir, dass ihr beim Anhören meiner neuen Produktion Zeit genauso viel Spaß habt, wie ich das hatte, als ich sie produziert habe. Schwingende Grüße, euer Barnum.